Radiologen in Deutschland rechnen offenbar Kontrastmittel zu auffallend hohen Preisen mit den gesetzlichen Krankenkassen ab. Das haben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Das ARD-Politmagazin Panorama berichtet heute um 21.45 Uhr darüber. Demnach bekommt zum Beispiel ein Radiologe in Bayern von den Kassen knapp 4.000 Euro pro Liter MRT-Kontrastmittel erstattet, obwohl er selbst nur 760 Euro dafür bezahlt hat. Hat ein Patient einen Tumor? Ist sein Herz richtig durchblutet? Das erkennt ein Radiologe durch die Aufnahmen seines CT oder MRT. Etwa jeder dritte Patient bekommt dabei ein sogenanntes Kontrastmittel verabreicht. Tumore etwa lassen sich so genauer lokalisieren. Doch NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung liegen erstmals interne Abrechnungen von Ärzten vor, die zeigen, dass sich Radiologen in einigen Bundesländern an den Kontrastmitteln bereichern. Die Ärzte kaufen die Kontrastmittel billig bei der Pharmaindustrie ein. Von den Krankenkassen bekommen sie eine viel höhere Pauschale erstattet. Für die Radiologen ein immenser Gewinn von bis zu 90.000 Euro pro Jahr pro MRT-Gerät. Radiologen rechtfertigen die Einnahmen damit, dass sie an anderer Stelle von den Krankenkassen zu schlecht bezahlt würden. Man sagt, wir nehmen den Radiologen, wir werten sie an der Stelle Kassenleistungen und anderen Leistungen ab. Wir wissen, dass sie beim Kontrastmittel noch etwas verdienen. Es ist immer eine Gesamtvergütungsgemengelage. Aber die moralischste Komponente ist diese Einnahme nicht. Nach aktuellen Schätzungen kostet das die Krankenkassen bis zu 180 Millionen Euro pro Jahr. Beiträge der Versicherten. In den meisten betroffenen Bundesländern wollen die Krankenkassen trotzdem an dem System festhalten, schreiben sie auf Anfrage. Die Krankenkassen aus Bayern sind anderer Meinung. Die aktuelle Auswertung der Zahlen belegt, dass Ärzte zu teils deutlich niedrigeren Preisen Kontrastmittel beziehen. Man sei in neue Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns eingetreten. Laut dem Strafrechtler Thomas Fischer ist das System legal, erfordert aber eine Gesetzesänderung. Ich halte eine solche Konstruktion für derart problematisch und auch für anstößig, dass ich meine, dass sie den Konstellationen gleichgestellt werden sollte, die schon jetzt nach dieser Vorschrift strafbar sind. Zuständig wäre das Bundesgesundheitsministerium. Das verweist auf Anfrage an die Aufsichtsbehörden der Krankenkassen.